Auch immer noch Platz, weg damit. Ich hab die Schnauze voll gerade, ohne Scheiß. Geh weg. Weg. Ja, weiß nicht, wo du dich hinsetzen sollst, Sackgesicht, gell? Ja, merk ich. So, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Fallout Part Nummer 78. Alter, 78er Part schon, lecko mio, Alter. Also, wir wollen hier die Höhle mal ein wenig erkunden, weil die scheint doch sehr interessant zu sein. Hoffe ich zumindest. Ja, ist nur die Frage, was wir hier erwarten, weil ich weiß nichts. Ich weiß, dass hier der Wissenschaftler irgendwas gelesen hat mit einem Aufzug und gruselig und bla und ich hoffe, wir erschrecken uns hier nicht. Habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Bin ich nämlich gar nicht so ganz in der Stimmung. Ja, auf jeden Fall ganz viel Ment hat's genommen, der Junge. Da ist ein kaputter Roboter. Roboter. Was haben wir hier? Kronkorken. Das. Schallgedämpfte Bums. Nehmen wir mit. Schallplatte Militärstandard. Sehr gut. Braucht mir sowieso. Da geht's nicht weiter. Schade eigentlich. Habe ich das Ding jetzt abgeschlossen hier eigentlich? Oder? Also können wir ja gerade mal gucken. Nee, nicht, dass ich wüsste. Und warum haben wir das noch nicht abgeschlossen? Ich glaube, ich hatte doch gedacht, dass ich hier alles aufgenommen habe. Komm ich hier raus? Nö, warum komme ich hier nicht raus? Hier komme ich auch nicht hoch. Da komme ich auch nicht lang. Warum habe ich das nicht abgeschlossen? Was gibt es denn hier noch? Ist hier irgendein Safe? Ist hier irgendwas, was ich übersehe? Jetzt mal ehrlich, hier ist ein Computer, der ist nicht mehr zu verwenden. Ja, keine Ahnung, Digi. Jetzt mal ehrlich. Irgendwas haben wir hier vielleicht vergessen, verpasst, vertan, ich weiß es nicht. Können wir hier mal rein? Wir werden dann aufgefressen? Nö. Kriegen noch nicht mal Strahlung ab. Okay. Wundert mich ehrlich gesagt, aber gut, dann... Ja, I don't know. Dann war's das vielleicht. Das war ein dicker, fetter, verkrüppelter Pimmelbär. Hier ist nichts mehr. Ja, hier ist halt wirklich nichts mehr. Aber dann verstehe ich nicht, warum das nicht abgeschlossen ist. Weil wir haben ja alles gelootet, oder? Ja gut, vielleicht jetzt hier. Doch, wir haben wirklich alles gelootet, Alter. Wahrscheinlich habe ich irgendwas verpasst. Keine Ahnung. Oder vielleicht gibt es oben noch was. Lasst uns doch mal gucken. Na komm. Wie lange dauert das hier noch? Alter, die Aufzüge sind auch echt... Die sind auch echt am Arsch. Ah, Pala, das wollte ich gar nicht. Sag mal, wie hoch geht denn das? Okay, I'm ready, Teddy. Erdgeschoss. Ja, keine Ahnung. Also, ich dachte jetzt eigentlich, wir hätten hier alles gelootet. Aber ist okay. Wenn halt nicht, dann halt nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Irgendetwas, was ich verpasst habe? Lauschposten Bravo. Nö. Keine Ahnung. Digi, keine Ahnung. Was brauchen wir noch? Wir haben... Oh, krass. Ich habe alles? Echt jetzt? Habe ich wirklich alles? Bau den Strahlemitter und bau die Konsole. Oh, das ist ja nice. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal fix darüber und gucken mal, ob wir alles bauen können. So. Ich habe mir auch gedacht... Ich werde jetzt versuchen, in Zukunft die Ladezeiten einfach mal, je nachdem, wie lang die sind, einfach rauszuschneiden. Weil, erstens habt ihr dadurch keinen Mehrwert. Ich laber irgendwie werbepausemäßig da, was nichts bringt. Und deswegen habe ich mir gedacht, schneide ich dann einfach die Ladezeiten raus. Aber auch nur, wenn ich dran denke. Genau. So, dann lass uns doch erstmal hier kurz das Ding aufbauen. Habe ich nämlich richtig Bock drauf. Komm. Ich lasse nach Ihnen schicken, wenn ich Sie brauche. Ist das so? Okay, ist kein Ding. Das weiß ich noch nicht, ob ich ja Hilfe brauche. Lass mich mal gucken, ob ich was brauche. Hier, was haben wir da? Die Konsole. Gelle? Ich soll die Konsole bauen. Dann einmal hier hin. Und? Was haben wir das? Das ist den Transmitter. Gold. Ach, halt's Maul. Jetzt fehlt mir Gold oder was? Ich kotze im Strahl. Ich kotze im Strahl. Ich kotze im Strahl. Ich kotze im Strahl. Eine Sekunde. Transfer. So. Also, wo haben wir Gold? Wir
Finden doch bestimmt da. Ein Gold, okay. Müssten doch bestimmt hier irgendwo Stuff haben. Leder, Öl, Glas, schade. Holz, Schraube, Stahl. Stahl interessiert uns nicht. Okay, wir haben wahrscheinlich gar kein Gold mehr da, ne? Oh, leck mich am Arsch. So. Habe ich wirklich kein Stuff an Gold, was ich... Okay. Nicht aufregen, nicht aufregen, nicht aufregen. Generator? Ist das ein Generator? Ja? Ist das ein fucking Generator? Komm, pimmel ich dich da einfach mal hin. Produziert das. Komm, ich mache einfach noch einen hin zur Sicherheit. Verlege jetzt ein Kabel vom Generator zu dem Objekt. Die meisten Objekte, die Energien verbrauchen, können direkt über ein Kabel versorgt werden. Kleine Objekte wie Lampen benötigen dagegen einen Stromverteiler in der Nähe. Okay, das ist clever. Und wie verlege ich das Scheißkabel? Jetzt mal ehrlich, wie verlege ich das Scheißkabel? Werkstatt. Ach, Kabel anbringen. Achso, und jetzt? Hä? Ah ja. Wo willst du das Scheißkabel hinhaben? So, Konsole. Ich muss wahrscheinlich das... Kann ich... Ach, Digga, Alter. Da. Ich kotze! Ich hasse! Deswegen wollte ich das mit dem Bau noch hier überhaupt nicht machen. Warum geht das nicht? Was brauchst du? Benötigt 2 Energie. Wie viel Energie produziert 3? Was brauchst du denn? Ha. Klein. So. Benötigt... Ja. Komm, kann ich dich irgendwie auswählen? Platzieren. Ja, ja, hier, guck mal, ich kann dich ein bisschen weiter platzieren. Sehr gut. Also, dann lass doch mal hier Kabel anbringen. Nein. Du produzierst doch 3. Wie viel brauchst du, Pimmelding, denn? 2 Stück. So, benötigt 1. Produziert 3. So, was braucht dieses andere Ding? Was braucht denn das Teil hier? Benötigt... Oh. Würde sich damit erklären? Ach Mann, es nervt. Wirklich, ich bin einfach kein guter Bauer, was das angeht. Flocke, du stehst echt krass im Weg, gell? So, komm. Kabel andringen, einmal dahin. Und dann nochmal das. So, und jetzt nochmal hier. Und warum nicht? Achso, weil ich wahrscheinlich noch einen fucking Generator brauche. Ah, oh, Gott, Alter. Energiegenerator, komm, dahin. Nein, ich will ihn nicht einlagern. Ich will ein fucking Kabel hin. Danke. Komm. Dann kann ich doch dich bestimmt auch hier. Komm, noch einmal dahin. Es muss wahrscheinlich hier irgendwo dran. Ich weiß aber noch nicht, wohin. Wo soll denn der Kackstrom da dran? Okay, wir brauchen sowieso erst nochmal Gold. Keine Ahnung, was ist das? Aschenbecher. Kann ich dich verwerten? Jo, tschüss. Kann ich dich verwerten? Nee, kann ich nicht. So, komm, dich packen wir einfach mal hier rüber. Dann kann ich ihn nicht weiter wegstellen. Soll mir auch egal sein. Was ist das? Kann ich das? Das kann ich nicht verwerten. Kann ich hier den Bums? Brauche ich hier Gold? Kaputtes Terminal. Ist das wirklich kaputt? Ja, tatsächlich. Weg damit. Nehmen wir einfach alles mit. Vielleicht finde ich hier auch ein bisschen Gold. Aber wahrscheinlich nett. Fuck. Scheiße. Werkstatt kann ich nicht verwerten. Okay. Dann müssen wir jetzt gleich erst nochmal gucken, wo finde ich fucking Gold. Jetzt mal ehrlich. Wo finde ich Gold? Wir müssen... Was brauchen wir noch? Wir brauchen hier dieses, nur kurz. Transmitter. Oh, den haben wir schon. Okay. Konsole haben wir. Das haben wir auch. Das ist scheiße riesig, Mann. Was zum verfickten Fick? Warum ist das so? Alter, what the fuck?
Lass das über den Reflektor ein. Über die Reflektor. Ist das so? Warte mal, dich kann ich doch ein bisschen nach hinten schieben, oder? Ja. Na komm. Ich bin ja wirklich, komm, dich kann ich noch ein bisschen nach hinten packen. Wunderbar. Haben wir hier doch die ganzen Generators. So. Bau den Strahlemeter. So, haben wir es jetzt. Aktiviere den Signalfänger. So, wie soll ich den aktivieren? Nein. Danke. Hilfe mit dem Signalfänger? Ja! Was soll ich hier machen, Diggi? Ich muss dafür sorgen, dass es am selben Netz wie der restliche Signalfänger hängt. So, was ist das hier? Ich muss dafür sorgen, dass es am selben Netz wie der restliche Signalfänger hängt. Oh Gott, ist das nervig. Ist das nervig, Walter? Ist das nervig? So, komm da rüber. Jetzt bauen wir einen fetten, fucking, fetten, fuck, da, Generator. Wo ist er? Hier. Wie viel produzierst du, Digi? Produziert 5. Wirklich jetzt? Produziert 10. Produziert 3. Jetzt habe ich keine Keramik. Du willst mich verarschen. Wo kriege ich denn jetzt Keramik her? Oh, bitte, lass es hier. Oh Gott, ich kotze im Strahl. Gelle Keramik, komm. Gummi. Holz. Stahl. 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 Überall Stahl. Wo ist denn die fucking Keramik? Also wie viel Strom habe ich denn jetzt? 12. Das Fuckding braucht da 20. Es braucht 20 Strom. Wie soll ich das machen, Digga? Oh, Digga, Alter. Okay, das ist schon fast eine Offline-Aufgabe. Geht mir richtig auf den Sack gerade. Das ist schon etwas, was ich wahrscheinlich offline machen muss, weil ich einfach zu... Keine Ahnung. Jetzt mal ehrlich, wo kriege ich denn jetzt Keramik her? Okay, wir können ja noch mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwas verwursten können. Lasst mal gucken. Ich habe zwar wenig Keramik, aber vielleicht kriegen wir es ja. So. Verlassen. Und Transfer. So, also. Keramik. Wo haben wir denn da was? Ich habe, meine ich, eben Keramik gelesen. Kleber, Schaltkreise, Keramik, Zahnrad. War da Keramik? Nö. Oh, ich muss... Ach, ich kotze. Okay, lass mich mal ganz kurz gucken, bevor ich jetzt nochmal dann raus muss. Was brauche ich denn dafür jetzt? Also, ich habe auf jeden Fall noch genug Zahnräder, Schrauben und so weiter. So. Ja, hätte ich jetzt doch... Okay. Was ich jetzt noch brauche, ist einfach die Keramik. Ich guck mal, wo ich kurz Keramik herkriege. Lass mich mal schnell googeln, weil das muss ja irgendwo muss das ja her zu sein bekommen. Fallout 4, Keramik finden. So. Okay. Bla 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 bla. Okay, scheiß auf. Wir müssen es kaufen. Wo kann ich das kaufen? Ladung, Material, Fund aus, Händler. Komm. Na also, Diamond City. Da gehen wir hin. Da gehen wir gerade mal hin. Und werden einfach mal Keramik kaufen. Ich habe da jetzt echt keinen Bock. Ich habe da wirklich keinen Bock, jetzt irgendwie Keramik rumzusuchen. Also, wo müssen wir denn hin? Habe ich die... Ah, die Highschool habe ich da gar nicht... Wow, die Highschool habe ich gar nicht abgeschlossen. Das ist ja ein super Wortwitz. Jetzt mal ehrlich, wo ist denn jetzt... Diamond City. Wo warst du nochmal? Müsste doch hier oben irgendwo sein. Na, wo ist denn jetzt fucking Diamond City? Willst du mich jetzt verarschen? Das ist das Problem. Wenn man zu viel auf der Karte hat, weiß man nicht mehr wohin. Sanctuary. Macht Sinn. Gorkys Hütte brauchen wir nicht. Ich habe wirklich vergessen, wo Diamond City ist, gell? Müsste doch hier in der Nähe sein. Da irgendwo. Da unten, oder? Ja. Auf geht's. Okay, wir sind in Diamond City und dann gucken wir uns doch einfach mal kurz an, wo... Zum Fick. Ach, hier liegt eine Powerrüstung sogar. Cool. Hi.
Ja? Du solltest die Zeitung lesen, Mister. Glaub mir. Ja, hast du eine neue? Synthetische Wahrheit. Hatten wir doch schon, oder? Nudeln. Ja, das haben wir doch schon gelesen. War interessant. So, Percy. Nee, oder hast du... Fleisch, was anderes gibt's bei mir nicht. Ja, ist kein Ding. Lass mal sehen, was du... Das Brahmin... Ja, ja, alles gut, komm. Zeig, oh, guck mal, ob du Keramik hast. Hast du Keramik? Nö, hast du nicht. Dann fick dich. Okay, irgendwo muss der Keramik... Die Mauer strahlt so grün wie an dem Tag, als sie gebaut wurde. Kauft ein Schlagholz! Immer zur Hand, wenn man es braucht! Ja, ja, natürlich. Das... Diamond City Surplus. Alles, was du brauchst. Männer, was nicht. Nicht umlegen. Hast du? Bei Commonwealth Weaponry. Nee. Danke. Endlich kann ich wieder klar denken. Ja, ist kein Ding, Digi. Wo finde ich den fucking... Wo finde ich... Oh, bist du nicht der... Nee, bist der ansässige Bürgermeister. Verfickt, ich hab's doch eben gelesen. Dir, das ist nicht nur ein Gerücht. Was denn? University Point, diese Siedlung an der Küste, wurde von Sins ausgelöscht. Hast du Fusionszellen auf Lager? Myrna. Doch, bei Myrna könnte ich das kaufen. Ah, hier. Percy. Oder vielleicht musst du sie einfach selber aufladen. Das tun die Dinger doch so, oder? Was? Wovon redest du? Zeig mal, was du so hast. Na komm, laber. Ja, ha, ist nicht jetzt nicht so. Laber mich nicht voll, gib mir Keramik, bitte. Ich will einfach nur Keramik, Mann. Da. Ladung. Keramik. Ach, geil. Alter, what? So viel? Das kann ich gar... Das ist ja arschig, Mann. Alter, what? Das kannst du nur in so Packs kaufen, okay? Habe ich denn Waffen, die ich verticken kann? Ich habe doch so ein, zwei Waffen aufgenommen, oder? Splittergranate, ja komm. Hier, da können wir auf jeden Fall ein paar verkaufen. Splittermine eh weg. Hatte ich doch eben noch irgendwas hier geschöpft? Mächtig. Was macht denn diese super... Ich habe doch hier diese kleine Pistole. Ja, komm, dann kann die weg. Waffen, Kleidung, Boltanzug neu, der bleibt, der ist ganz nice. So, Fieber, komm weg damit. Danke. Okay, perfekt. Dann kommen wir nämlich jetzt gerade wieder zurück und ich hoffe, dass wir es jetzt endlich hinkriegen. Mir geht es nämlich auf den Sack. So, okay, jetzt haben wir Nacht und wir werden die Scheiße bei Tag bauen. Habe ich nämlich jetzt, oh, ich habe hier ganz schön gut wütet. Wir werden die Scheiße jetzt bei Tag bauen. Ich habe nämlich keinen Bock, das bei Nacht zu machen. So, dann warten wir mal ganz kurz. Wohin? Bis wohin? Ja, das passt doch hier. 5 Stunden. Easy peasy. Na toll, jetzt fängt es an zu regnen. Ich kotz im Strahl, Mann. Okay, aber jetzt haben wir es. Ah! Diese Gack geht mir das auf die Nerven. Okay, da haben wir aber jetzt... Wir brauchen nur noch genug Energie, um den Signalfänger zu starten. Ja, ich weiß. Hab ich ja jetzt gekauft. Mensch. So, einmal. Reicht das? Weiß nicht, ob das reicht. Gucken wir mal, ob wir es verkabeln können. Komm, Kabel hier hin. Bam. Reicht das? Wie viel hast du jetzt? 5? Also eigentlich brauchst du noch mehr, richtig? Eigentlich brauchst du mehr. Okay, was haben wir denn? Die Konsole ist vernetzt. Das Pimmelding ist vernetzt. Dann dieser komische Signalfänger ist gleich vernetzt. Okay, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich mache jetzt hier einfach noch ein paar hin. Da. Einmal. Und hier noch da hinten. Komm, bam. Danke. Damit Kabel... Da. Na, fucking finally! Geht doch. Mensch! So, und das? Muss jetzt da drunter, oder was? Muss das da drunter? Weiß ich nicht. Machen wir es mal wieder hier hin. Oh, weil die Bänke die ganze Zeit hier im Weg sind. Ohne Scheiß. Weg damit! Weg damit! Weg damit! Weg! So, ihr kommt schön nach hinten. Einfach weg mit euch. Dahin. Diese Kackkiste kommt weg. Ich brauche hier Platz. Geht weg. Ich kann das nicht wegpacken. Okay. Schade. So. Weg. Einfach nur fort damit.
Ich brauche immer noch Platz. Weg damit. Ich habe die Schnauze voll gerade. Ohne Scheiß. Hier, weg. Weg. Ja, weiß nicht, wo du dich hinsetzen sollst, Sackgesicht, gell? Ja, merke ich. So, pass auf, wir fahren das jetzt mal hier. Warum geht das nicht weiter? Hier. Da war doch ein gutes Plätzchen. Ja, also. So, und jetzt? Kann ich dich noch nehmen, oder? Nö. Dich kann ich gar nicht nehmen, gell? Nö. So, und jetzt? Was damit? Ich bin im Moment beschäftigt. Ich muss dafür sorgen, dass es am selben Netz wie der restliche Signalfänger hängt. Der restliche Signalfänger, okay. Und wie? Mit dem Kabel oder was? Ach, Digga, ey. Haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es doch, oder? Fuck, ja! Mann! Oh, das hat ja nur ewig gedauert. Hi. Erstaunliche Arbeit, Ritter. Danke. Der Signalfänger scheint fertig zu sein. Sind Sie bereit, ihn einem Test zu unterziehen? Auf jeden Fall. Absolut. Ich bin bereit. Ihre Zuversicht beflügelt uns alle. Trotzdem ist es natürlich unser erster Versuch, Technologie des Instituts anzupassen. Okay. Wenn wir den Schalter umlegen, wissen wir also nicht genau, was passieren wird. So Gott will, landen Sie im Institut und die Mission kann fortgesetzt werden. Okay. Wie genau lauten meine Befehle? Schön, dass Sie das fragen. Ich möchte, dass Sie mir jetzt ganz genau zuhören. Sobald Sie im Institut sind, wird vermutlich der Kontakt abreißen. Es ist also wichtig, dass Sie sich alles merken, was ich Ihnen jetzt sage. Oh Gott, ich hab's vergessen. Vor etwa 10 Jahren begann die Bruderschaft zur Unterstützung bei verschiedenen Projekten Wissenschaftler aus dem Ödland der Hauptstadt anzuheuern. In dieser Zeit konnten wir auch Dr. Madison Lee verpflichten. Eine bekannte Größe auf dem Feld der Nukleartechnik. Okay. Wie ist die Bruderschaft auf Dr. Lee gestoßen? Sie war Teil eines zivilen Projekts im Ödland der Hauptstadt, das die Bruderschaft übernommen hat. Es war nicht allzu schwierig, sie zum Bleiben zu bewegen. Wie dem auch sei, Dr. Lees Beitrag zu unserer Arbeit war entscheidend für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Ödland der Hauptstadt. Nach einer Weile kam es zu Meinungsverschiedenheiten mit der Bruderschaft und sie wählte das Exil im Commonwealth. Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie Kontakt zum Institut aufnehmen wollte. Okay. Was waren das für Meinungsverschiedenheiten? Sie arbeitete zwar für die stählerne Bruderschaft, aber sie ist nie offiziell als Gelehrte beigetreten. Nachdem das Ödland der Hauptstadt gesichert war, störte sie sich an der weiteren militärischen Präsenz der Bruderschaft dort. Ich glaube, sie dachte, wir würden einfach irgendwann verschwinden. Da hat sie sich getäuscht. Ihre Mission ist einfach. Sobald Sie im Institut sind, machen Sie Dr. Lee ausfindig. Okay, das ging nicht. Wenn sie noch am Leben ist, nehmen Sie Kontakt zu ihr auf und überzeugen Sie sie, sich wieder der stählernen Bruderschaft anzuschließen. Wir arbeiten an einem speziellen Projekt und dafür brauchen wir sie. Oh, gucken, ob ich ihn überzeugen kann. Was ist das für ein Projekt, an dem sie arbeiten soll? Tut mir leid, diese Information ist streng geheim. Das verstehen Sie sicher. Hören Sie zu, Ritter. Mir ist bewusst, dass Sie beim Versuch, ohne weitere Informationen ins Institut einzudringen, Ihr Leben riskieren. Behalten Sie einfach immer Ihre Mission im Blick. Und lassen Sie sich durch nichts von Ihrer Pflicht abbringen. Okay. Viel Glück. Danke. Nice. Begonnen. Finde Dr. Lee. So, mit dir kann ich jetzt auch nochmal reden, oder was? Ich habe alles mehrfach überprüft. Ich glaube, der Signalfänger ist bereit. Du auch? Weiß ich noch nicht. Sollten wir es nicht erstmal testen? Nicht, wenn wir nur einen Frequenzcode haben. Ach, scheiße. Sobald du drin bist, wird das Institut wissen, welches Signal wir gekapert haben. Und den Code ändern. Dann ist er nutzlos. Das Ding ist ein Einzelfahrschein. Also was sagst du? Bist du bereit, das durchzuziehen? Ja, auf geht's. Legen wir los. In Ordnung. Stell dich auf die Plattform. Dann sehen wir mal, ob wir ein Signal finden, das wir kapern können. Bin ich auch gespannt. Soll ich eine Powerrüstung vielleicht anziehen? Du wolltest doch ins Institut, oder? Also, worauf wartest du noch? Das ist eine gute Frage. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist hier ein Schnitt! Denn im nächsten Part geht's dann direkt weiter. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Aber ich muss ja, wie gesagt, einen Schnitt machen. Und ja, dann würde ich nämlich sagen, geht's im nächsten Part direkt weiter. Dann gucken wir mal, wie es im Institut aussieht. Ich war noch nie da. Völlig
Ich habe keine Ahnung, was passiert. Wirklich, ich bin richtig gehypt und ich habe Bock. Und deswegen, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und man hört sich. Bis denn. Tschüss.